Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Herzlich willkommen! Ich habe mich jetzt mal gerappelt und habe gedacht, keine schlechte Laune kriegen, nur weil da irgendwas nicht auf Anhieb funktioniert. Das kann immer mal sein. Da hinten ist unser Hof, der wird immer größer. Und hier ist unser schönes Maisfeld. Hier ist auch schon... Stimmt denn hier nicht? Wieso sind denn jetzt hier Büsche mitten auf dem... Sieht doch absolut merkwürdig aus. Was ist denn das? Ahnen. Was? Ne, können wir dann auch... Scheiß hier weg, ey. Das in einem Zuge der geistigen Umnachtung hier mal gemacht, oder was? So, erstmal weg. Schön machen können wir das hin raus immer noch, aber schön war es so nicht. Gut. Hier ist alles eingefahren für mehrere Häcksler. Haha. Wir haben ja nur einen. Den wir auch sparen können. So, die kommen von da. Das heißt, dann will ich ihn auch so rumfahren sehen. Oder? Spielt es keine Rolle? Spielt keine Rolle, glaube ich. So, das ist dann Mais A. Was ist alles eingefahren? Mit drei Häcksler und da haben nicht mal Kohle, um uns ein gescheites Bier in der Kneipe zu kaufen. Also das ist auch mal wieder eine Nummer. Okay, kein Kurs. Tja, Kumpel, das wird jetzt eine Nummer. Ach so, da war ja was. Was ist gelb und fliegt? Eine Zitrone. Tja, das ist nicht mehr. Das Buch bald vorbei ist. So, ich mache jetzt mal nicht 40 Folgewände. Ich mache aber mal 6. Dann fahren wir auch Beete. Und zwar auch schön große. So 10er Beete. Folgewände-Ecken war ich auf jeden Fall. Generieren. Das wird jetzt, glaube ich, einen Moment dauern. Okay. Huch. Nächstes Mal sehen. Ja. Nein. Erster Wegpunkt. Mais A. Los. Gut. Dann, was haben wir denn so im Angebot? Du, ne? Rasche abfahren. Mais A. Hoffermenter. Ihr kennt euch ja schon. So, wo ist der andere? Lama. Achso, den habe ich da hinten gelassen, ne? Da. Ich sagte noch, den lasse ich mal da stehen. Da steht er nicht. Ja, ist gut. Jetzt komm. Sich nicht über Vergangenheit mit Crack beschweren. Der Typ hat sein Bestes gegeben. Das ist halt leider nicht besonders viel. Wenn wir den Baumwollernter auch noch losschicken. Der wird ja auch 100 Jahre brauchen. 6 Stunden oder so hat der, glaube ich, gebraucht. Das ist, glaube ich, nichts im Vergleich zu denen. So, das werden wir jetzt nicht sehen können, oder? Zeigt der eine Zeit an? 4 Stunden. Tja, müssen wir den Baumwollernter losschicken. Was ist denn der hier? Raus aus dem Parkmodus. Rein in unsere Herzen. So, der ist hier fertig, ja? Der sollte jetzt eigentlich mit Rüben fahren. Wie siehst du denn aus? Können wir uns mal abschalten hier. Muss entladen werden, muss entladen werden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Fahrzeuge. Wie?
So. Erstmal zwei, drei losschicken, die den Häcksler fahren. Sonst wird es nämlich in 1000 Jahren nichts. Mais A Hof Fermenter Input. So. Und dann noch unsere. Ich muss aufhören, mich ewig überfahren zu lassen. Die Krankenkasse ist schon richtig sauer. Mais A. Hof Fermenter. Okay. So, die beiden sind wieder da. Da freue ich mich aber für die beiden. Ich warte jetzt einmal ganz kurz. Sehe ich hier, wenn der losfährt? Nutzung, Geschwindigkeit 0 km/h. Okay, so kann ich es also sehen. Kann ich sehen, wenn der losfährt. Und wir fahren derweil nochmal schnell dahin. Da hat er sich wieder eine Pocket gefahren. Das muss er ja hoffentlich nur hier in der ersten Runde. Gott, es werden so viele Rüben. Und das sind die kleinen Felder. Ich sag's euch nur. Ich muss rausfinden, wie das funktioniert. Beziehungsweise andersrum. Der Druck liegt bei euch. Der Ball liegt eindeutig bei euch im Feld. Dass ihr mir erklärt, wie das geht. Ich wollte... Ja. Und zwar müsst ihr mir erklären, wie das geht, damit ich das machen kann, weil ich muss das, braucht das für den Rest der Karte auch. Das jetzt schneller gegangen ist, wenn ich einfach eine Kurve gefahren wäre, wahrscheinlich. Ne? So, entlade dich mal schön. Der andere steht irgendwo noch ganz da hinten. Die haben jetzt richtig großen Abstand zueinander. Die Dessertfabrik nimmt auch dermaßen viele Erdbeeren auf. Das ist auch der absolute Hammer. Pavel backt uns wieder das Mehl weg. Wahnsinn. Biomasse. Heizkraftwerk Stroh. Da müssen noch ein paar neue Ballen rein. Uiuiui. Holz müssen wir auch verkaufen, damit wir nicht... Wir werden nämlich ganz schön Löhne zahlen jetzt. Und trotzdem verstehe ich überhaupt nicht, warum Autodrive nicht mehr funktioniert. Vielleicht mal... Mal ab, einmal dran. Hey. 278 Folgen und ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Autodrive ging doch immer. Was? So. Man, der fährt zum Beispiel schon keine Pocket mehr hier. Ach du Nerven. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss nach dem Dings gucken hier, nach dem Häcksler. So, mal schnell einladen hier. Vor allem die drei Rüben, die ich jetzt eingeladen habe. Und jetzt kann ich die nicht von Hand losschicken. Warum denn nicht? Wieso geht denn das alles nicht mehr hier? Ich habe doch hier extra was eingefahren. Lass ihn jetzt mal stehen, vielleicht trabbelt er sich kurz. Ich muss jetzt erstmal einmal nach dem WGX gucken hier. So, aha. So. Ist der erste wohl schon voll, oder was? Was war das für ein Geräusch? Merkwürdig. Okay. Die ersten 44.000 Liter Häckselgut sind da schon drin und der ist ja gerade mal einmal gerade ausgefahren. Wie lange wird der Häcksler brauchen?
4 Stunden auch alle ungefähr. Oh, ja, wir müssen uns um den hier kümmern. Der braucht aber alleine noch, na gut, eine Minute, das geht. Also wer glaubt, dass wir vor der Folge 300 hier aus diesem Monat wieder rauskommen, der irrt sich. Vor allem, was mich so wundert, kann ich das gerade mal nachgucken, haben wir das eigentlich abgestellt? Ja, der hat immer noch Baumwolle. Hm, können wir das mal upgraden dann irgendwann. Hier ist unser schöner Baumwoll. Das war ja mal für Kartoffel gedacht hier. Ist schön geworden. So ähnlich möchte ich das bei den anderen Feldern dann auch machen. Das gefällt mir. So, El Baumwollo. Da vorne. Cool. Cool, cool, cool. Ah, das generiere ich nochmal neu. Der soll weiche Ecken da hinten fahren. Weich. Weich. Was? Erster Wegpunkt. Und der braucht dafür auch ungefähr 4 Stunden. Gut. Gar kein Problem. Wasser ist wahrscheinlich voll, oder? Ja, sieht erstmal so aus. Kannst du aufhören? Der müsste eigentlich Ballen holen für das Biomasse-Heizkraftwerk. Das können wir auch mal machen. Fahr mal bitte zu Ballenlager-Output. Muss entladen werden, das weiß ich. Ich gucke nochmal nach dem Häcksler. Da ist der zweite, der jetzt dran ist. Mal gucken, ob zwei reichen nie im Leben, ne? Gut, unser Fan-Favorit macht im Moment sowieso extrem wenig. Dann kann der auch mithelfen bei der Häckselkette. Ich wette, wenn ich den jetzt damit einspanne, 5 Minuten später brauche ich den, um hier irgendwas auf dem Hof zu machen. Wette ich mit euch. Auch gar keine richtigen... Ach, dann kaufen wir uns noch einen Anhänger, oder? Klar. Alles andere macht keinen Sinn hier. So, ab zum Händler. Noch so einen. Anhänger. Davon haben wir 3. Genau, den in groß. Ohne Abdeckung. 056. Kennzeichen hinten. 44.000. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Und hier kaufen wir uns dann das erste Mal auch so einen Mulcher. Und zwar so einen großen hier. Und dann mulchen wir das. 12 Metern. Easy. Ja, dann wird es einmal übergemulcht. Weil man das nach Mais einfach so macht. Finde ich. So, ich gehe davon aus, der hat sich keinen Zentimeter... Doch. Okay, warum? Warum fährt er erst so spät los? Deswegen wollte ich die nicht mit dem hohen Aufbau. Das ist echt so anstrengend. Ich gehe auch mal davon aus, dass das... Ich mache das wahrscheinlich von Hand. Was haltet ihr denn davon? Und wenn wir dann die ganz großen Felder haben, dann mache ich das auch alles von Hand. Und dann nehme ich mir Urlaub und dann streame ich einfach 16 Stunden am Stück, wie wir diese riesigen Felder von Hand abernten. Aber, das sage ich euch jetzt schon... Dann ziehe ich die Karte auf irgendeinen Server und dann müsst ihr mir helfen. Dann machen wir das hier wie die Kumpels von Fat Action in so einem Community-Event hier. Und dann werden wir das einfach selber abernten. Okay, 5% bleiben wieder drin, das kennen wir schon. Er fährt los, der andere sowieso. Dann können wir das wieder einfahren. Ich versuche es jetzt nochmal hier.
Freunde. Was macht er da? Der fährt. Wir müssen ihm auf jeden Fall erlauben, dass er auf dem Feld 40 fahren darf. Weil sonst würde das nichts. Der fährt zu einem... Ich will nicht sagen, die gute Laune kommt durch. Wenn ich bleib entspannt, ganz ruhig. Er fährt auch ein Stück näher ran. Freunde. Wenn das nicht das Bild des Tages ist, schnell. Herrlich. Ja, jetzt Kurve wird natürlich wahrscheinlich ein bisschen blöd. Gucken. Okay, dann müssen wir tatsächlich alles, was wir haben, in die Waagschale werfen. Denn sollte das funktionieren, sind das natürlich viel zu wenig Abfahrer. Rüben-Input. Zuckerrüben. Rüben-Input. Hufsilo-Input. Zuckerrüben. Der Fan-Favorit. So, Drescher abfahren, Mais, A, Fermenter. So, das sieht erstmal gut aus. Wir gucken mal hier hin. Ah, der steht jetzt. Hier können wir auch mal das, die Linien ausmachen. Das heißt, der eine mehr reicht auch nicht. Wir haben noch den ZT. Den haben wir noch. Ich glaube, den würde ich auch lieber eher zu den Rüben schicken wollen. Machen wir einfach mal. Rüben-Input. Silo-Input. Zuckerrüben. Okay. So, was macht der? Also, zu früh gefreut. Der ist voll, aber warum steht der hier? Wir fahren den erstmal dorthin. So. Jetzt warte ich mal kurz. Weil er ist ja da hingefahren, ne? Output. Theoretisch könnten wir den auch noch nehmen, aber der muss jetzt schnellstmöglichst wieder zurück und dann Holz verkaufen. Ansonsten war es das hier mit unserer Automatisierung. Wie viel kann der? 21 Quaderballen. Okay. Stroh. Waderballen 21.
Sehr gut. Zum Sägewerk. Das passt auch. So, der fährt. Der fährt immer nur, wenn ich nicht gucke. Der ist schüchtern. Und dann müssen wir als erstes den hier einmal abladen. Weiß nicht, ob der vielleicht nicht zurückkommt, weil das zu eng war oder so. Ich habe auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall was gemacht. Ganz falsch kann es nicht sein. Ich bin weiter dran. So, den könnten, den Elektro brauchen wir nicht dann auch noch mit losschicken, oder? Der hier, soll der helfen? Könnte helfen, ne? Wir warten erstmal. Ich will das erstmal einmal in Gänze alles betrachten hier. Ja, der fährt natürlich extrem langsam. Und die Zeit ist schon wieder um. Es tut mir so furchtbar leid. In der nächsten Folge geht es nahtlos weiter. Wir gucken, was wir mit den Rüben machen können, mit der Häckselkolonne und so weiter und so fort. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.